So, hallo und herzlich willkommen im Wald beim, er ist irgendwo auf dem Weg hocken geblieben, Ben, der gerade keine Lust mehr hatte weiterzulatschen und gedacht hat, hier erzählt er jetzt was. Also ihr seht, da geht der Weg runter und da hinten geht der Weg hoch und da hier wirklich absolut nie irgendwer vorbeikommt, kann ich auch mitten auf dem Weg hocken bleiben. Völlig egal. Von daher passt das. Ja, wir machen Teil 3 von guten Ideen, die die Menschheit eventuell vom Aussterben bewahren könnten und zu denen der Ben was Qualifiziertes beitragen kann. So, irgendwann lerne ich es wirklich, also es wird schon flüssiger, es wird wirklich schon flüssiger. Und zwar Pflanzenkohle. Und das ist diesmal ein bisschen kontroverseres Thema, aber auch hier versuche ich 45 Minuten nicht zu überschreiten, sprich in der Praxis wird es wahrscheinlich eine Stunde. Aber das ist ja immer noch halbwegs human von der Videodauer her. Also, Pflanzenkohle ist interessant, weil sie Hauptbestandteil der sogenannten Terra Preta ist. Also um mal in der Historie anzufangen, die Inka und Maya und wie sie alle heißen, die da entsprechend im entsprechenden Gebiet gelebt haben, die hatten das Problem, dass sie halt tropische Böden unterm Hintern hatten. Ne? Und tropische Böden bestehen im schlimmsten Fall aus Hämatit, Goethit, Kaolinit ist dann ganz böse, aber Hämatit ist so ein klassischer Bestandteil der Bodenbildung in ja, tropischen Gebieten Mittelamerikas, Südamerikas, sowas in die Richtung. Sagt euch nichts, ist im Grunde ein Boden, der besteht aus Eisen und Quarz und das war's. Ja, und von Eisen und Quarz allein, also schon noch ein bisschen was, aber fast nur das, davon kann keine Sau leben. Und erstens die Sau nicht und zweitens die Pflanze auch nicht so richtig. Das heißt, damit da überhaupt ein üppiges Pflanzenwachstum stattfinden kann, leben die Pflanzen sozusagen auf der Leiche desjenigen, der vor ihnen da war. Heißt, auf dieser Hämatit-Bodenschicht zum Beispiel bildet sich eben ein enormes Humuspaket. In dem Humuspaket stecken sämtliche Nährstoffe, die irgendwann mal vor Jahrmillionen noch im Boden waren, irgendwann da von irgendeiner Wurzel rausgeholt wurden, im Humus gespeichert oder gerade in der lebenden Substanz von irgendeiner Pflanze, die oben drauf steht, die irgendwann wieder stirbt, deren Reste recycelt werden, wieder im Humus landen, wieder der nächsten Pflanze zur Verfügung stehen, ewiger Kreislauf, bla bla bla. Kennen wir alles, ist unglaublich faszinierend, aber will ich an dieser Stelle einfach mal ein bisschen abkürzen. Deswegen funktioniert das, deswegen stehen da auch krasse Wälder in der Region, aber wenn man diese krassen Wälder rodet, sei es nur im kleinen Stil und sei es vor 1000 Jahren, dann hat man hinterher das Problem, dass man erstmal super Landwirtschaft machen kann. Alles super, weil da liegt der Humus ja noch rum. Der Humus verbraucht sich dann aber, weil das Produkt der Landwirtschaft entnimmst du ja aus dem System. Ne? Das lässt du ja nicht wieder verrotten und es düngt sich sozusagen wieder zurück in den Humus, sondern du isst es auf, gehst woanders hin, machst da dein Häuflein und dann liegt es da sozusagen. Ja? Und drum fehlt es an dem Ort, wo du es entnommen hast. Streng genommen müsstest du also immer schön dein Häufchen da machen, wo du vorher gegessen hast. und Essen nicht mittragen. Also kein Takeaway sozusagen machen, damit man eine perfekte Nachhaltigkeit in dem Sinne hinkriegen würde. Ist natürlich jetzt übertrieben, aber im Prinzip nicht falsch. Und ja, das Doofe ist halt eben, das hat nur kurzzeitig funktioniert. Man muss also an einer anderen Stelle auch wieder den Wald umhauen, hat dann wieder eine Humusschicht, kann wieder Landwirtschaft betreiben und danach ist die Humusschicht weg und dann geht's wieder nicht. So, und als sie das dann irgendwann mal festgestellt haben, dass es irgendwann nicht mehr geht mit ihren Äckern und sie dann auch irgendwann zu faul wurden, immer weiter laufen zu müssen, um wieder ein Stück Urwald umzuhauen, um da wieder einen neuen Acker anlegen zu können, haben sie festgestellt, ey, wir heizen doch, ne? Wenn wir beim Heizen das, was dabei rauskommt, also so diese schwarzen Reste unten in der Lagerfeuergrube und unsere Fischgräten und unsere Überreste von Verstorbenen und Tonscherben und Feinde, die wir gerade gemeuchelt haben und Knochen vom Vieh und was weiß ich, wenn wir das alles zusammenmixen und auf unseren Boden, der jetzt nichts mehr hergibt, draufschmeißen, dann speichert er auf einmal mehr Wasser. Und
auf einmal speichert er auch wieder Nährstoffe. Und die Nährstoffe kommen jetzt auch zurück, weil die Holzkohle enthält keine Nährstoffe, aber die Knochen der Feinde, die vorher gemeuchelt wurden, die schon zum Beispiel. Ne? Und an dieser Stelle, das ist ein bisschen lustig formuliert. Ne? Vermutlich waren Knochen der Feinde, die vorher gemeuchelt wurden, nicht Hauptbestandteil der Terra Preta. Das soll ein Witz sein, ne? Für diejenigen, die das wieder nicht kapieren. Gut, und jedenfalls entsteht dadurch tatsächlich dann ein wieder fruchtbarer Boden. Man stellt also die ursprünglich irgendwann mal vor ein paar Millionen Jahren noch eine halbwegs vorhandene Bodenfruchtbarkeit, die auch ein Hämatit mal irgendwann hatte, wieder her. Ein hämatithaltiger Boden, beziehungsweise ein Boden aus Hämatit, um korrekt zu bleiben. Und dann, ja, dann wächst da auf einmal wieder was. So, und das haben sie dann offensichtlich herausgefunden, dass das funktioniert, haben das immer weiter betrieben, diese Schichten durch die Anreicherung immer dichter werden lassen und irgendwann gab es dann 2,50 Meter tiefe Terra Preta, schwarzer Boden, schwarze Erde, je nachdem, wie man das übersetzen möchte. Ich glaube, schwarze Erde ist korrekt und der ist bis heute noch vorhanden. Ja, von diesen entsprechenden Hochkulturen ist nicht mehr viel übrig geblieben, außer prachtvolle Bauwerke und große Faszinationen, aber ja, und eben ihre heute noch fruchtbaren Ackerböden. Und das ist schon eine Leistung und wirklich faszinierend, dass das so gut funktioniert und dass die das wahrscheinlich per Trial and Error so gut rausgefunden haben. So, und das System kann man kopieren. Blöd jetzt, die Leistung, ja, beziehungsweise der Effekt, wenn du einen absolut schrecklichen Boden hast, also jetzt so vom fürs Pflanzenwachstum, Nährstoffverfügbarkeit und so weiter, wenn du auf den Terra Preta draufpackst, dann ist eine Erhöhung um 250-300% der Bodenfruchtbarkeit kein Problem. Hast du schon einen relativ guten Boden, ja, der schon nah am Optimum dessen, was überhaupt potenziell möglich ist an Bodenfruchtbarkeit, unterwegs ist. Das ist in Teilen von Mitteleuropa, insbesondere auch Deutschland, durchaus der Fall. Da haben wir schon einige wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr fruchtbare landwirtschaftliche Nutzflächen. Und wenn wir auf die jetzt zusätzlich noch Terra Preta draufschmeißen, dann werden sie ein Müh besser. Und wir kriegen eine Ertragssteigerung von 1-3%, irgendwie sowas um den Dreh. Ne? Also es ist einfach toll, um aus Mist funktionierenden Boden zu machen für Landwirtschaftszwecke. Ja? Aber nach oben hin sind dem Ganzen Grenzen gesetzt und deswegen erzähle ich das relativ früh im Beitrag. Den Zahn muss ich euch ziehen. Es ist nicht grenzenlos, es ist lediglich ein kleines bisschen was. Ja? Und realistisch ist sicherlich irgendwas zwischen 5 und 10% Ertragssteigerung, so durchschnittlich für so eine normale Situation, zum Beispiel bei uns in Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Dänemark und vielleicht noch Südschweden, ja, Bereich bis Oslo, so Norwegen da natürlich, irgendwo so in diesem Dreh. Meinetwegen auch Großbritannien, sicherlich auch kein Thema, könnte man da auch versuchen. Also, ja, macht Böden fruchtbarer, erwartet bitte keine Wunder. Das wäre jetzt so das Vorwort gewesen. Jetzt kommen wir dann mal kurz zu den Details zur Kohle. Weil wir wollen in Mitteleuropa, wahrscheinlich wollen wir nicht großflächig richtige Terra Preta anlegen. Dazu fehlt es einfach an den Rohstoffen, zu wenig erschlagene Feinde. Aber was gehen würde, wäre theoretisch zumindest großflächig einen Pflanzenkohleanteil im Boden zu erhöhen. Also Pflanzenkohle auszubringen, die man dann halt eben in den Boden einbringt. So, und das kann man machen und im Gegensatz zu Terra Preta ist es halt realistisch, das auch umgesetzt zu bekommen. Deswegen müssen wir uns jetzt kurz mal über Pflanzenkohle unterhalten. Pflanzenkohle, wo kriegt man die her? Naja, man nimmt Pflanze und man verkohlt sie und dann hat man Pflanzenkohle. Im Detail ist der Prozess der Verkohlung auch bekannt, beziehungsweise sollte besser bekannt sein als Pyrolyse. Das ist eine fast Verbrennung, streng genommen ist es keine Verbrennung, sondern eine Pyrolyse. Ich kriege immer Ärger mit meiner Chemieprofessorin, wenn ich behaupte, eine Pyrolyse sei eine Verbrennung. Nein, das ist eine Pyrolyse! Im Gegensatz zu einer Verbrennung, wo von extern Sauerstoff hinzugezogen wird, um die Oxidationsreaktion, was ja eine Verbrennung ist, durchzuziehen,
wird bei der Pyrolyse eben kein externer Sauerstoff hinzugefügt, sondern es steht für die Oxidation nur der Sauerstoff, der in der zu verheizenden sozusagen Verbindung vorhanden ist, zur Verfügung. Soll heißen, wenn du was anzündest, das größtenteils CO2, O2, wichtig, enthält, ja, und vorher für Luftabschluss gesorgt hast, dass also kein zusätzliches O2 aus der Atmosphäre da in diesen Heißwerdeprozess jetzt hineinführt, ja, dann wirst du nach und nach das O2 ja nicht verbrauchen, verbraucht werden kann das nicht, aber es ist halt das Oxidationsmittel, um zu oxidieren, was in deiner soeben angezündeten Verbindung halt so drin ist. So, und das bedeutet unter anderem, dass dabei erstens Energie frei wird und zweitens Sachen oxidiert werden. Und bei beiden Prozessen, erstens beim Energiefreiwerden, sprich heiß, und beim Oxidiertwerden entsteht gerne mal was Gasförmiges. Ne? Zum Beispiel jedes irgendwie vorhandene Stickstoffteilchen, das wir in unserem Holz finden und Holz enthält, zum Beispiel Holz, meinetwegen auch Erdnussschalen, egal, irgendein Pflanzenmaterial, enthält immer einen gewissen Anteil Stickstoffverbindung, nicht viel, aber doch ein bisschen. Und Stickstoff oxidiert sich gerne und wenn er oxidiert, dann neigt er dazu, gasförmig abzusausen. Das Blöde ist bloß, wenn man jetzt Stickstoff oxidiert, dann kommen da so lustige Sachen wie Lachgas bei raus. Und Lachgas ist halt ein ganz böses Treibhausgas. Man muss also unbedingt gucken bei einem Pyrolysevorgang von Pflanzenmaterial, irgendwie die dabei entstehenden Gase bitte aufzufangen, also aus moderner Sicht, und für irgendwas Sinnvolles zu nutzen. Weil irgendjemand für irgendwas Lachgas braucht, kann man in eine schöne Flasche füllen und den dann verkaufen. Ne? Wäre also eine sinnvolle Angelegenheit. Man sollte es möglichst nicht unkontrolliert in die Atmosphäre entlassen, zumindest nicht beim modernen Pyrolyseverfahren. Siehe dazu Link Nummer 1 in der Videobeschreibung. Da geht es eben um so eine moderne Pyrolyseanlage. Da war der Breaking Lab. Ich will immer Bett sagen. Jakob nämlich und hat sich das angeguckt. Allerdings im Prinzip ist das hier ein Stück weit auch eine Mini-Reaction auf dem sein Video, weil er zu wenig negative Punkte an diesem Verfahren gefunden hat. Meiner Meinung nach gibt es da nämlich schon ein paar Sachen, die man eben erwähnen sollte, was ich hier gerade ja tue. Beziehungsweise jetzt bald tun werde. Resultat ist jedenfalls, dass wir je länger dieser Pyrolyseprozess läuft und je heißer, bei je mehr Temperatur der läuft, irgendwann alles entweder wegoxidiert und dann ausgegast oder einfach durch hohe Temperatur gasförmig gemacht und dann ausgegast haben, was in unserem Pflanzenmaterial so drin war, bis auf Kohlenstoff und Wasserstoff, weil die beiden haften doch arg stark aneinander und man kriegt die kaum auseinander getrennt, außer man zündet sie dann halt wirklich richtig an und hat eine oxidative Verbrennung mit externem Sauerstoff, dann brennt einfach alles ab. Das kennen wir als Feuer. Lagerfeuer, Holz, Pflanzenmaterial, sonst was anzünden, zack, was bleibt übrig? Ein bisschen schwarzer Klodderadatsch, bisschen weiße Asche und das war's. Ja, und viel Wärme wird natürlich frei. Das kann unter Umständen ja durchaus auch sinnvoll und gewollt sein, insbesondere wenn man eine Wurst braten möchte, aber in dem Fall ist es ja nicht das Ziel. Wir wollen ja gerne eine Pflanzenkohle haben, die wir dann stofflich verwenden können und eben nicht nur einfach zum weiteren anzünden. Auch wenn das früher das Ziel war, siehe Köhler im Mittelalter, aber bevor man da jetzt ewig lange darüber rumschwadronieren, nur so viel, dass eine mögliche Verwendung der resultierenden Kohle aus einem Pyrolyseprozess einfach darin besteht, dass man ein energiedichteres Material bei weniger Gewicht bekommt, als man vorher in Form von Holz beispielsweise in den Verkohlungsprozess reingeschmissen hat. Ja? Aber insgesamt hast du Energie verloren. Holz hätte, also die Menge an Energie, die du aus dem riesigen Haufen Holz, den du gerade in deine Pyrolyseanlage reingeschmissen hast, bekommen hättest, wenn du es verbrannt hättest, sozusagen, rückstandslos und super effizient, wäre mehr Energie gewesen als das, was du bekommst, wenn du das verbrennst, was aus der Pyrolyseanlage rauskommt. Soll heißen, es ist schon, das Produkt ist hochwertiger in gewisser Weise, aber zu Kosten dessen, dass ein Teil der Energie jetzt halt schon raus ist, der im Holz ursprünglich noch drin war. Das heißt, Holzkohle herstellen und damit heizen ist dämlich, weil der Wirkungsgrad viel beschissener ist, als wenn du direkt mit Holz heizt. So,
Andererseits, mit Holz kannst du heizen, mit Erdnussschalen weniger. Und Erdnussschalen daher zu Pflanzenkohle zu verarbeiten, die man dann zum Heizen verwenden kann, wäre tatsächlich potenziell eine Option. Aber da kommen wir vom Hundertstel ins Tausendstel und da müssen wir jetzt wirklich nicht so detailliert drüber reden. Ist ja nicht, wahrscheinlich nicht wirklich eine Option und man könnte zumindest drüber nachdenken. Gut, jedenfalls das Resultat ist, wir haben jetzt Holzkohle. Und was ist jetzt bei diesem Pyrolyseprozess passiert? Wie schon gesagt, alles raus, außer Kohlenstoff und Wasserstoff und die bilden ein Gerüst. Ursprünglich war es ein Gerüst mit allen möglichen dazwischen, mit allen möglichen gefüllten Öffnungen. Zumindest kann man sich das so vorstellen. Jetzt sind alle Öffnungen, die da mal drin waren, leer. Es sind teilweise neue Poren entstanden, weil alles, was da ja drin war, ist ja gasförmig geworden und rausgeblubbert. Und das hat zusätzliche Poren, Kanäle, Trichter etc. Sucht euch irgendwelche Strukturen aus. In diesem Kohleschwamm gewissermaßen gebildet, die jetzt eben dazu führen, dass unser Kohleschwamm eine verdammt locker, leichte Angelegenheit ist und einen Haufen Löcher eben hat. Und in all diesen Löchern befindet sich um das Loch drumherum, ne, ein Loch ist ja definiert als nix, aber um das Loch drumherum ist eine Wand und diese Wand hat eine Oberfläche. Und je mehr Löcher und je mehr Poren wir haben, desto mehr Wände haben wir, desto mehr Oberflächen haben wir. So, und diese Oberflächen haben jetzt die wundersame Eigenschaft, erstens verdammt viele Oberflächen zu sein. Und jetzt kommt Wasser. Und Wasser hat ja die wundersame Eigenschaft, dass es an Oberflächen haftet. Hat jeder schon mal gesehen, wenn er mal irgendwann durch eine Glasscheibe bei Regen geguckt hat. Und außen war der Regen. Ne? Und das führt dazu, dass wir einfach eine enorm hohe spezifische Oberfläche bekommen, die ein enorm hohes Absorptionsvermögen von Wasser mit sich bringt. Ja? Und das heißt, an Holzkohle bleibt so irgendwas zwischen das Einfache und das Achtfache des Eigenvolumens an Wasser hängen. Soll heißen, ein Liter Holzkohle, ja, ich spreche von Volumen, nicht von Gewicht, bindet mindestens mal ein Liter Wasser, eher 8, ja, je nach Qualität. Soll auch Holzkohlen geben, Pflanzenkohlen geben, die dann noch besser sind, was die Bindefähigkeit angeht. Das sind dann nämlich wirklich die Holzkohlen. Also grob kann man sagen, bei Pflanzenkohlen so bis ungefähr 8, Faktor 8, bei Holzkohlen noch mehr. Ja. Ohne da jetzt groß mit Zahlen rumnerven zu wollen. Aber ganz grob. Es ist auch noch nicht hundertprozentig untersucht und mit Zahlen sollte man in diesem Bereich wirklich sowieso noch ein bisschen vorsichtig sein, weil einfach die Wissenschaft da auch noch nicht so umfassend sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Gut, ja, und das allein sorgt natürlich dafür, wenn wir jetzt also eine, sagen wir mal, 1 Liter pro Quadratmeter Menge von Holzkohle im Boden ausbringen, das ist ganz wenig, das ist wirklich nicht viel, dann können wir immerhin in diesem Boden, zack, auf einmal schlagartig pro Quadratmeter 8 Liter mehr Wasser speichern. Das sind 0,8 mm Niederschlagsäule. Ne? Und, das sind 8 mm Niederschlagsäule, ich hält. Also 8 Liter pro Quadratmeter. Das ist schon eine ordentliche Portion Regen, der nicht runter ins Tal fließt und den nächsten Fluss anschwellen lässt, sondern schön brav an Ort und Stelle quasi von unserem jetzt mit Kohle angereicherten Boden sofort gespeichert wird. Und das ist prinzipiell schon mal toller Faktor Nummer 1. Ja? Außerdem, das Wasser bleibt da relativ langfristig gespeichert, soll heißen, haben wir im Sommer nur starke Niederschlagsereignisse, von denen nur ein Bruchteil des Wassers von den Pflanzen wirklich direkt aufgenommen werden kann, weil der größte Teil eben oberflächlich sofort in Hang, hier zum Beispiel, runterfließt. Und dann haben sie nicht viel vom Regen gehabt, die Bäume, die hier stehen, oder sonstige Pflanzen, die hier möglicherweise stehen. Dann ist es natürlich entscheidend, dass das möglichst lange zwischengespeichert werden kann, dann über Tage hinweg langsam von den Pflanzen verbraucht werden kann und ja, damit einfach die Wasserverfügbarkeitseffizienz sozusagen in einer landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen Nutzfläche erheblich höher wird und auch für die Natur wäre es durchaus theoretisch für manche Teile der Natur ganz interessant, wenn sie Holzkohle im Boden hätten, was man nicht ausbringen kann, weil es ist ja keine Natur mehr, ne? Also per Definition, sobald man sich da einmischt. Aber egal, theoretisch könnte man es natürlich trotzdem tun. Ja, also in Hinsicht von der Wasserverfügbarkeit beziehungsweise der Wasserspeicherung ist das wirklich ganz, ganz großartig. Und das passiert nur deswegen, weil eben diese besagte Holzkohle halt eine hohe spezifische Oberfläche hat. So, aber diese hohe spezifische, ich sag immer aus Versehen Holzkohle. Ja, wenn ich Holzkohle mal sage, denkt ihr Pflanzenkohle. Ja? Denkaufgabe für euch. allgemein Pflanzenkohle. Holzkohle ist ja auch Pflanzenkohle, selbstverständlich, aber ja.
Nächster Faktor, die hohe spezifische Oberfläche hat eine Ladung, die ist nämlich negativ geladen. Und das bedeutet, dass mal abgesehen davon, dass Wasser ja sowieso an allem haftet, was eine Oberfläche hat, haften bestimmte Ionen vorzugsweise genau an der Oberfläche, die entsprechend gegenteilige Ladung wie man selbst hat. Ja, Ionen sind ja geladene Teilchen, geladene Elementarteilchen genau genommen, und das kann im Boden insbesondere sein Kalium plus, Calcium 2 plus und Magnesium 2 plus. So, und die haben alle ein Plus, das heißt, die sind ziemlich positiv drauf, Alter, und entsprechend heften die sich gerne an negative Oberflächen, weil Plus und Minus ziehen sich halt nun mal an. So, und das bedeutet, dass unsere Pflanzenkohle in der Lage ist, das vorhandene wie das hinzukommende Calcium, Magnesium und Kalium, nur mal drei Beispiele, da gibt es noch andere Sachen, das in einem Boden vorhanden ist oder wie gesagt eben hinzukommt, erstmal zu speichern. Das klingt jetzt erstmal toll, dann kann es nicht ausgewaschen werden, dann geht es nicht mehr weg, dann ist es immer verfügbar. Das Dumme ist nur, dass es halt eben nicht immer verfügbar ist, und das ist jetzt ein Negativfaktor, weil diese Speicherung kann so intensiv sein und so effizient sein, dass die Kohle das Zeug halt einfach nicht mehr hergeht, jedenfalls nicht in den nächsten paar hundert Jahren. Und damit ist es zwar noch im Boden und da schon irgendwie drin, aber eben nicht mehr pflanzenverfügbar. Ja, und damit nützt es den Lebewesen, die es gern aufnehmen wollen würden, herzlich wenig, wenn es an der Kohle klebt und dann nicht mehr abgeht, sozusagen. Und das muss man jetzt als wesentlichen Punkt, den wir auch noch wirklich erforschen und diskutieren müssen, im Hinterkopf behalten. Hast du zum Beispiel einen sehr protonenreichen, also Kationen eigentlich, reichen Boden und haust da deine Kohle rein, dann landen die alle an der Kohle und sind halt eben nicht mehr zum Beispiel in der Boden, in der West Bodenphase gelöst. Soil Organic Matter, heißt das so? Irgendwas bedeutet das, ja? Jetzt kommt mir mein Bodenkunde-Lehrbuch, rattert gerade im Hirn durch. Dissolved Organic Matter, richtig. Ja, das ist nämlich das Problem. Organische Substanz im Boden liegt halt in zwei Phasen vor. Einmal eben die bodenfest-organische Phase, die ziemlich unlösbar ist, zum Beispiel Kohle. Boah, das ist ja ein ganz ekliger. Das ist ja wieder mal ein ganz, ganz widerlicher. Ja, einmal das und eben Dissolved Organic Matter, also die flüssigen organischen Stoffe, die pflanzenverfügbar sind, ja, die quasi in der Bodenlösung frei von der Wurzel aufgenommen werden. Wurzeln nehmen ja Flüssigkeiten zu sich und nicht kleine Stückchen. Ja. Und das ist eben der wesentliche Faktor, dass wir also aus dieser Flüssigphase, dem Nährwasser, wenn man das so nennen möchte, des Bodens potenziell Nährstoffe verlieren könnten, die dann eben zu fest an die Kohle gebunden sind. Aber gleichzeitig, wenn wir es mal annehmen, das ist ja nur für landwirtschaftliche Böden gedacht, dieses Kohleausbringen. Das will ja keiner irgendwo im Nationalpark machen oder sowas, hoffe ich zumindest, dass das keiner will. Wenn wir also einen ohnehin landwirtschaftlich genutzten Boden haben, den wir regelmäßig nachdüngen mit eben Calcium, Kalium, Magnesium, dann ist es toll, weil wenn wir da zusätzliches Calcium, Kalium, Magnesium draufschmeißen und zwei Tage später regnet's und unser Calcium, Kalium, Magnesium wird einfach nach unten ins Grundwasser durchgewaschen, dann haben wir zwar gesundes Mineralwasser, Grundwasser, aber, also bestenfalls, aber halt eben nichts mehr im Boden, was eigentlich für die Pflanzen gedacht war, die da wachsen sollen. Das verhindert dann wiederum die Holzkohle, und in so einem landwirtschaftlich genutzten Bodenkontext ist das dann super, super toll, weil eben alles, was du an Dünger sozusagen in den Boden reinschmeißt, bleibt da, ja, und ist dann, zumindest wenn die Mengen groß genug sind und die Kohle jetzt nicht zu viel absorbiert, die absorbiert auch nie alles und ein Teil gibt sie auch immer wieder her. Ja. Man muss sich das so vorstellen, die hat unendlich verschiedene komplizierte Poren, diese Kohle. Ja. Ein paar sitzen eben ganz außen an der äußeren Haut und da kommt die Wurzel direkt hin, kann dahin wachsen, sich das Zeug schnappen sozusagen und aufnehmen, kein Problem. Ein paar sitzen aber halt irgendwie super verschachelt innen drin, tiefsten Tiefen der Kohle, und auch da klebt ein Kalium dran, da wird dann nichts mehr dran kommen. Im schlimmsten Fall gibt es da Poren, die sind so fein, da passt nicht mal mehr ein Bakterium durch. Das heißt, dieses Kalium ist da jetzt wirklich erstmal eine ganze Weile aus dem Spiel, bis die Kohle soweit abgebaut ist.
ist, bis dann halt eben dieser Punkt auch wieder das neue Außen ist, sozusagen. Ne? Passiert, aber dauert Jahrhunderte, wenn es dumm läuft, je nachdem. Gut, also das musste man halt eben wirklich noch erforschen. Wesentlicher Dreh- und Angelpunkt ist die Art und Weise der Kohle, die wir da ausbringen. Die Form unserer Kohle variiert nämlich je nachdem, woher sie stammt, ob es jetzt eben Erdnussschalen oder Holz ist, woraus wir unsere Pflanzenkohle hergestellt haben. Die Art der Temperatur bzw. die Art der Herstellung der Kohle sorgt für ein anderes Ergebnis. Und ganz entscheidend ist natürlich auch die Menge der Kohle, die wir in den Boden einarbeiten. Wenn das jetzt nur wenig ist, so sagen wir mal, wer bist denn du? Das war ein großer Vogel mit einem kleinen Vogel in den Klauen. Ich glaube ein Sperber. Oh, da kommt der andere. Das ist ein Mäusebussard. Ja, hier ist jetzt einiges los. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Scheiße, böse Vögel. Ich mache mal kurz Denkpause. Ja, also entscheidend ist eben die Menge von Kohle pro Boden, also Kilo pro Quadratmeter beispielsweise. Ein Kilo pro Quadratmeter, kein Problem. Das hat wahrscheinlich nur positive Aspekte, soweit wir das momentan gerade beobachten können. 2 Kilo wäre wahrscheinlich auch noch kein Problem, 3 Kilo vermutlich auch noch nicht. Und irgendwann da danach, dann fängt es halt an, auch negative Aspekte zu haben. So, und bedeutet, wenn wir jetzt, sagen wir mal, einfach 2 Kilo pro Quadratmeter in einer großen Fläche ausbringen, dann haben wir tatsächlich eine kleine, also wir haben mindestens mal 2 Liter pro Quadratmeter zusätzliche Wasserspeicherung direkt, ja? Mindestens, gerne auch 4, 8, 16, was weiß ich, Liter pro Quadratmeter zusätzliche Wasserspeicherung, das ist also schon mal super. Wir haben bei so wenig Kohle vermutlich nur einen positiven Effekt durch eben Nährstoffrückhaltung. Wir haben übrigens auch die Möglichkeit, wenn wir da mit normalem Landwirtschaftsdünger, Gülle oder sonst irgendwas arbeiten, dass auch zum Beispiel der Ammoniumstickstoff oder das Nitrat vor allen Dingen erstmal auch wunderbar in den oberen Bodenschichten gespeichert wird und eben nicht im Grundwasser landet. Ja, also das ist alles super dufte, nur positive Eigenschaften. Und jetzt kommt noch mal ein ganz, ganz netter Faktor. Wenn wir 2 Kilo pro Quadratmeter Kohle ausbringen, dann haben wir im Prinzip auch sogar noch ein bisschen mehr CO2, weil da ist ja direkt Kohlenstoff drin gespeichert. Da ist ja kein CO2 gespeichert in Kohle, sondern Kohlenstoff und Wasserstoff. Nur Kohlenstoff, ohne O2. Ne? Und das bedeutet, für jeden Kohlenstoff, der da dann quasi gespeichert ist, haben wir zusätzlich 2 O2 in die Atmosphäre freigesetzt. So gesehen, je mehr Kohlenstoff wir im Boden binden, desto mehr Sauerstoff wir sogar kriegen. Sind zwar vernachlässigbare Summen, aber ein ganz, ganz, ganz winziges, kleines bisschen, wirklich minimalst, absolut verschwindend gering, bis es dann wieder wegoxidiert ist, weil es irgendwas anderes oxidiert hat. Aber potenziell könnten wir sogar minimalst die Sauerstoffkonzentration der Atmosphäre ein klein wenig erhöhen, indem wir mehr Kohle verbuddeln. Ja? Nochmal, wirklich nur mini, aber es geht. So, und das bedeutet eben, dass man pro verbuddelter Kilo Kohle, Holzkohle, je nach Qualität und so weiter und so fort, so etwa das 2, bisschen was Fache von, mindestens das 2, ein bisschen was Fache von CO2 sozusagen gespeichert hat. Heißt, pro Kilo, sagen wir mal, pro Kilo im Boden Kohle eingetragen, hast du 2,5 Kilo CO2 der Atmosphäre entzogen. Und das eben, wie gesagt, für 500 Jahre. Und da gibt es wenig, was an diesem 500-Jahre-Zeitraum was ändern kann. Es gibt keinen bekannten Prozess, der Holzkohle sich sonderlich viel schneller zersetzen lässt. Das ist also garantiert. Viele Leute sagen, es hält auch 1000 Jahre. Manche Kohlevarianten halten vermutlich auch noch länger. Aber ich bin mal vorsichtig und sage es halt einfach mal nur 500 Jahre. Ist in jedem Fall auch schon großartig. So, und jetzt stell dir vor, das machst du halt mit den 2,5 Kilo, sagen wir mal 5 Kilo CO2
pro Quadratmeter, weil wir haben ja gesagt, wir bringen 2 Kilo Kohle pro Quadratmeter aus. Dann haben wir für einen Hektar, der hat 10.000 Quadratmeter, jetzt müsste ich rechnen können, kann ich aber nicht, aber ich schreibe es euch unten hin, eine tatsächlich durchaus relevante Menge an Kohlenstoff, die wir jetzt einfach mal nicht mehr in der Atmosphäre haben. Reicht das jetzt aus, um sämtliche Probleme des Planeten zu lösen? Nö, aber helfen wird's. Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Und zumal ja noch diverse andere positive Aspekte zusätzlich noch eine Rolle spielen. Also, fassen wir mal das positive Zeug nochmal zusammen. Wir haben von hinten nach vorne sozusagen wirklich einen relevanten, netten zusätzlichen CO2-Speicher im Boden. Außerdem, dadurch, dass diese Kohle im Grunde ja einfach nur ein Netz ist, was Zeug auffängt, wenn man das mal ganz lapidar so darstellen möchte, hat sie auch das Potenzial, weiter organische Substanz anzuhäufen, organische Substanz zu festigen, damit die nicht so schnell abgebaut wird und für einen Humusaufbau zu sorgen, das Potenzial, inwiefern das wirklich passiert, wissen wir nicht, aber ein Stück weit könnte es passieren und damit erhöht sich die Kohlenstoffmenge im Boden sogar noch weiter, auch wenn wir nicht noch zusätzliche Kohle ausbringen und dann ist das nochmal umso besser, bis zu einem gewissen Grad zumindest, können wir da also noch mit einer weiteren CO2-Anreicherung, Kohlenstoffanreicherung rechnen. Wir haben keine Nährstoffausspülung mehr, das heißt, wir haben im besten Fall einen geringeren Düngerbedarf, weil wir punktgenau düngen können. Wir müssen nicht immer ein bisschen mehr düngen, um Verluste zu kompensieren, sondern wirklich nur das düngen, was die Pflanzen auch wirklich brauchen auf der Fläche und das reduziert den Düngerbedarf, was günstig ist und also finanziell und zweitens Energiekosten reduzieren kann, weil Dünger herzustellen, egal welchen, braucht immer relativ hohe Energiemengen beziehungsweise relativ hohe Viehbestände, wenn man eben mit zum Beispiel Gülle vom eigenen Vieh düngen möchte. Aber in jedem Fall ist das ein gewisser Aufwand, der da betrieben werden muss, der eben bei geringerem Düngerbedarf geringer ausfällt und das ist auch eine gute Sache. So und dann vor allen Dingen eben die Wasserspeicher und Wasserrückhaltekapazität, die gerade in der Zukunft mit Sicherheit enormst nützlich sein wird. Für egal, für zu wenig Regen, dann ist länger Wasser da. Zu viel Regen, dann wird das Wasser zwischengespeichert und richtet weniger Schäden an. Na, egal welche Wassersituation, es hat nur Vorteile für den Wasserbedarf. Negative Punkte, und darüber müssen wir jetzt noch ein bisschen intensiver reden. Den einen hatte ich schon genannt. Es könnte sein, dass einzelne Nährelemente bzw. Nährionen gewissermaßen so gut gespeichert werden, dass sie nicht mehr pflanzenverfügbar sind. Was heißt, das könnte nicht nur sein, das ist so, wenn wir zu viel Kohle einsetzen. Bevor wir zu dem Negativen kommen, fällt mir noch was Positives ein. Man kann diesen Effekt aber auch positiv nutzen. Ja, es gibt ja auch Böden auf der Welt, die haben zu viel von irgendwas drin. Ja, und wenn du jetzt mit deiner Holzpflanzenkohle um die Ecke kommst und dann eine Menge Pflanzenkohle in diesen Boden einbringst, dann wird die Pflanzenkohle das, was da zu viel drin ist, eben auch sorbieren und an sich binden und unverfügbar machen, dann ist es quasi nicht mehr da. Ja? Und der um die Kohle umgebende Boden, der Rest des Bodens sozusagen, enthält dann auf einmal deutlich weniger von dem, was da zu viel drin ist. Das gilt allerdings nur für positive Stoffe, ja, weil unsere Kohle, wie gesagt, ist ja negativ geladen und was anderes negativ geladen ist, kannst du logischerweise nicht sorbieren, weil negativ und negativ stoßen sich ab. Also man muss dann schon ein bisschen gucken, für was genau das jetzt interessant ist. Insbesondere bei eutrophierten Böden könnte das funktionieren, die einfach viel Stickstoff abbekommen haben, auch bei eutrophierten Naturböden gewissermaßen, die in der Nähe zum Beispiel von Landwirtschaft durch die Düngung der landwirtschaftlichen Fläche viel zu viel Stickstoff abbekommen haben. Man könnte theoretisch, das wird wohl auch gemacht, aber da kann ich nichts weiter zu sagen, außer dass man darüber nachdenkt, auch Gewässer mit Holz Pflanzenkohle anreichern, kurzfristig, um da dann eben auch Zeug rauszuziehen, was da sonst drin im Wasser direkt ist. Die Kohle fällt nach unten aus, lagert sich also am Grund des Gewässers ab, irgendwann lagert sich was anderes auf der Kohle ab und auf dem Wege ist die Kohle auch wieder ewig gespeichert, also das CO2 aus der Luft raus und zusätzlich haben wir dann halt eben, was für ein Tier ist denn da jetzt wieder unterwegs?
Ja, diese Tiere heute. Wahrscheinlich auch nur ein Käfer oder sowas. Und zusätzlich haben wir dann halt eben auch die Eutrophierung unseres Gewässers ein wenig reduziert. Also nur so mal ein bisschen als Idee. Das könnte man zum Beispiel auch für Tagebaurenaturierung möglicherweise verwenden, wenn zum Beispiel jede Menge Kupfer im Boden ist. Kann man mit der Holzkohle vielleicht die Kupfermenge reduzieren und aus einem nahezu toxisch kupferbelasteten Boden einen, naja, super gesund wird es nicht, aber deutlich weniger belasteten Boden, wo erheblich mehr verschiedene Pflanzen wachsen können. Nicht nur die Experten, die mit Kupferbelastung ganz gut zurechtkommen. Ne? Zu viel, egal von was, ist immer schlecht. Deswegen sucht euch irgendein Element aus dem Periodensystem aus. Wenn ihr davon viel zu viel irgendwo hinkippt, ist es immer schlecht. Ja, grundsätzlich. Ja, da war übrigens gerade von den Quellen sprechen. Also neben diesem Breaking Lab-Filmchen, wo man eine tolle Pyrolyseeinrichtung quasi besichtigt, habe ich als zweite wesentliche Quelle, die ihr euch gerne angucken könnt, die interessant sein könnte, noch ein sehr, sehr gutes Podcast-Gespräch von. Entschuldigung, mir fällt der Name gerade leider nicht ein, aber ich schreibe es euch unten hin, wo auch eben über Vor- und Nachteile, super ergebnisoffen, hochwissenschaftlich über eben Pflanzenkohle Vor- und Nachteile diskutiert wird. So, nur damit ich es gesagt habe. Und was mir in jedem Fall in der gesamten Nachteildiskussion von Pflanzenkohle ein Stück weit zu kurz kommt, ist die Frage, wo soll die denn herkommen? Das ist nämlich nochmal ein ganz entscheidender Faktor. In zweierlei Hinsicht. Erstens, wir können nicht einfach jedes beliebige Pflanzenmaterial verkohlen. Je nachdem, wo das vorher gewachsen ist, kann es auch Schadstoffe eingelagert haben. Das ist über die Gesamtmasse der Pflanze für die Pflanze meistens kein großes Problem. Fast alle Pflanzen können eine gewisse Menge durchaus ziemlich schädlicher Substanzen, irgendwelche Schwefelverbindungen, theoretisch Blei, Arsen und was weiß ich, was noch alles für lustige Dinge, können in vergleichsweise großen Mengen von fast jeder Pflanze in der Zellsaftvakuole gespeichert bzw. so isoliert werden. In der Zellsaftvakuole passiert, also jeder Pflanzenzelle hat eine Zellsaftvakuole und in der passiert normalerweise nicht viel und daher ist sie ein wunderbarer Raum, um da Abfälle loszuwerden. Ne? Solange die Zelle noch lebt, ist egal, da tut die Vakuole ja nichts, außer gefüllt sein und für einen gewissen Zellinnendruck sorgen. Das ist quasi eine große Wasserblase, wenn man sich das ein bisschen besser vorstellen möchte. Und wenn die Zelle abstirbt, dann ist auch egal, weil im Fall einer Pflanzenzelle bleibt sie dann quasi erhalten als ja, tote Zelle, sprich als Pflanzenmaterial. Ein Großteil von insbesondere langlebigen Pflanzen ist irgendwann mal gestorben und steht jetzt als totes Material zur Stabilitätserhöhung zur Verfügung. Ist insbesondere natürlich bei Holzpflanzen beeindruckend. Da betrifft es 99% vom gesamten Stamm. Ja, gut, okay, vielleicht nicht 99, aber sagen wir mal 90% vom gesamten Stamm, der einfach aus toten Zellen besteht, wo einfach eben Schadstoffe auch zusammen mit der absterbenden Zelle dann an Ort und Stelle geblieben sind und nicht weiter zirkulieren und keinen Schaden mehr anrichten, weshalb eben Pflanzen, je nachdem, wo sie wachsen, durchaus in der Lage sind, große Mengen von schädlichem Zeug aus dem Boden zu holen, in sich selbst zu speichern, ohne selber damit ein Problem zu haben. Aber wenn wir jetzt primär solche Pflanzen nehmen oder auch nur einen kleinen Anteil solcher Pflanzen haben in unserer zu verkohlenden Pflanzenmasse, dann kriegen wir am Ende eine Pflanzenkohle, die eben all diese Schadstoffe halt wieder enthält. Weil im Regelfall haben die Punkte, an denen, wo sie halt bei 600 Grad noch nicht vergasen und sind dann halt immer noch drin. Also vergasen ist das falsche Wort, verdampfen wäre korrekt, glaube ich. Und das heißt, wir könnten dann quasi Quecksilber, zum Beispiel quecksilberbelastete Holzkohle haben. Und das sollte man kontrollieren, beziehungsweise da muss man halt eben gucken, wenn man Holzkohle kauft, Pflanzenkohle kaufen möchte und da dann halt ein super günstiges Angebot aus Pripyat gefunden hat. Pripyatter Premiumkohle, nur geringfügig strahlend oder irgendwie sowas in die Richtung, dann sollte man da vielleicht vorsichtig sein, da eher die Pfoten von lassen, weil ja in der Kohle konzentriert sich wirklich fast jeder Schadstoff, den die Pflanze im Laufe des Lebens aufgenommen hat. Ja? Also die Qualität der Kohle ist wirklich, wirklich wichtig und wenn man nur pflanzliche Abfallprodukte quasi verkohlt, gerade in den pflanzlichen Abfallprodukten muss man da ein bisschen vorsichtig sein.
auch wenn es zum Beispiel Erdnussschalen sind oder sonstige Schalen, was wird denn, Sonnenblumenkerne, also Kerngehäuse, so rum, von Sonnenblumenkernen, die werden zum Beispiel auch ganz gern zu Pflanzenkohle verarbeitet und auch da muss man dann wieder so ein bisschen schauen, wenn zum Beispiel die Sonnenblumen mit Insektiziden, Herbiziden oder sonstigen Zeug behandelt worden sind, dann können Rückstände von denen eben noch an der Schale haften. Das ist für den Kern, den wir dann später essen, nicht so relevant, je nachdem, wie die dann hergestellt oder produziert werden. Gerade wenn du geschälte Sonnenblumenkerne irgendwo kaufst, was an der Schale haftet, ist relativ egal, weil die Dinger sind ja geschält. Oder wenn überhaupt, sind dann nur noch winzig kleine Spuren, die gar nicht mehr nachweisbar am essbaren Kern vorhanden. Und was allerdings in der Schale steckt, das wissen wir nicht genau. Und da kann dann potenziell, theoretisch, ich sage jetzt nicht, das ist so, ja, aber wäre es vorstellbar, dass wir da halt irgendwelche Kontaminationen mit Sachen haben, die dann in der Kohle wirklich aufkonzentriert werden und dann durchaus eine negative Rolle spielen könnten. So, ich habe noch eine positive Sache vergessen, nämlich... wir haben ja gesagt, die Kohle hat die unangenehme Eigenschaft, manche Nährelemente bzw. manche positiv geladenen Ionen halt derart intensiv zu speichern, dass die da gar nicht mehr abgehen. Das ist manchmal ein Nachteil, kann aber eben auch was Gutes sein, wenn wir von Renaturierung oder Wiederherstellungsmaßnahmen sprechen von Bodenfruchtbarkeit. Weil es ist ja nicht nur so, dass im Boden Nährelemente fehlen können, sondern da könnte auch zu viel von irgendwas drin sein. Beispielsweise ehemalige Bergbaulandschaften, die Kupferbergbau, ja, wo jetzt eben in den Abraumhalden rund großflächig um eben die ehemaligen Kupferbergbaueinrichtungen drumherum eben eine höhere Kupferbelastung im Boden herrscht. Das ist jetzt nicht so gesund und führt zu ja, bestenfalls eher unproduktiven Ökosystemen oder halt eben zu ziemlich kaputten Ökosystemen, je nach Intensität, je nachdem, was für eine Grundvoraussetzung da herrscht und so weiter und so fort. So, jetzt kann man diesen Kupfer wirtschaftlich nicht wirklich aus dem Boden rausholen, das könnte kein Mensch bezahlen, aber es gäbe theoretisch die Möglichkeit, hier jetzt eben in so einen kupferbelasteten, zum Beispiel von mir aus auch Quecksilber, Arsen, sucht dir was aus, da gibt es alle möglichen Sachen, die potenziell funktionieren könnten, vielleicht auch mit modifizierter Pflanzenkohle und so weiter, das ist auch noch ein Forschungsgebiet, wo man noch ganz viel machen muss, aber die Eigenschaft eben Dinge an sich zu binden und nicht mehr herzugeben, kann man eben auch so nutzen, dass wenn du in so einem belasteten Boden jetzt deine Kohle einbringst, dann saugt die zum Beispiel jetzt den Kupfer an sich. Jetzt hast du da in der Kohle zu viel Kupfer und die Kohle ist damit nicht gerade besonders gesund für Pflanzen. Also die wollen jetzt den ganzen Kupfer, der da drin ist, gar nicht haben. Aber der Kupfer ist jetzt nur noch, oder zumindest zu großen Teilen von mir aus, nur noch in der Kohle. Und nebendran, im Boden, der nicht eben die Kohle ist, ist jetzt nicht mehr so sehr Kupfer. Und damit wird der durchschnittliche Boden erheblich pflanzenfreundlicher, beziehungsweise weniger toxisch, wenn man so möchte, als das eben vorher der Fall war. So, und da jetzt unsere Kohle sich wahrscheinlich nur in einer bestimmten Schicht des Bodens befindet, weil wir klatschen sie ja oben drauf oder pflügen sie von mir aus noch kurz ein bisschen ein oder sonst wie, aber jedenfalls packen wir sie nicht ganz, ganz tief in die Tiefe, können wir diese oberste Schicht, in die wir die Kohle jetzt ausgebracht haben, im Grunde auch wieder wegbaggern. Das ist zwar immer noch sauteuer, aber zumindest ist es möglich. Und damit einen Großteil der Schadstoffe, die im Boden enthalten sind, sozusagen wieder entnehmen. Ja? Aber das ist jetzt ein Extremfall. Deutlich realistischer wäre eine positive Anwendung dieser Schwammfunktion, die eben Holzpflanzenkohle haben kann, im Fall von zum Beispiel einem zu stark stickstoffbelastet, in Anführungszeichen, zu stark gedüngten Boden. Im Rahmen von zum Beispiel einer Naturschutzmaßnahme. Nimm mal an, du hast irgendwo einen Magerrasen. Ein Magerrasen ist gekennzeichnet dadurch, dass er eben einen geringen Nährstoffhaushalt, häufig auch trocken, und geringer Nährstoffhaushalt hat. Und da wachsen dann besonders faszinierende Magerrasenarten, wie zum Beispiel fast alle Orchideen, die wir in Deutschland haben,
und diverse andere wirklich schöne Pflanzen. Das ist toll für zig Schmetterlinge und Insekten, die sich eben an solche Magerräsen angepasst haben. Der Magerrasen ist so die Ursprungsform der Graslandschaft, die wir über Jahrhunderte in Deutschland hatten, bis wir dann halt irgendwann mal, ne, was heißt irgendwann mal, 1910, mit dem Haber-Bosch-Verfahren, ich meine, das wäre 1910 das Patent, entstanden, in der Lage waren, Kunstdünger so viel wir wollten zu produzieren und haben den halt überall, der war damals auch noch billig, überall hingehauen, auch teilweise lieber mal mehr als wenig ausgebracht. Und damit haben wir auch viele Flächen eben mitgedüngt, bei denen gar nicht vorgesehen war, dass sie gedüngt werden, wodurch der Magerrasen eben diese ursprünglich mal flächenmäßig durchaus sehr relevante Vegetationsform tatsächlich sehr selten geworden ist. Und viele Naturschutzgebiete, die auf Magerrasen basieren, haben inzwischen das Problem, dass durch auch immer mehr Stickstoff gedüngten Regen, das heißt wir düngen die ganze Welt einfach dadurch, dass wir Stickoxide, Auspuffabgase beispielsweise oder Industrieabgase oder sonst was, sind immer Stickoxide drin, in die Wolken, beim nächsten Regen, zack, runter auf die Magerwiese, Magerrasen und schwuppdiwupp, so mager ist der gar nicht mehr. So, und wie kriegt man den jetzt wieder mager? Und da könnte es tatsächlich ein Thema sein, völlig unbelastete Pflanzenkohle auf diesem Magerrasen auszubringen. Jetzt könnte man ja meinen, aber halt, die düngt doch. Und vielleicht an dem Punkt noch eine wesentliche Ergänzung, die ich noch nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht habe. Pflanzenkohle düngt nicht. Pflanzenkohle besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff im besten Fall. Da ist nichts drin, womit eine Pflanze was anfangen kann. Es ist wirklich nur ein Gerüst, ja, ein Schwammkörper, ohne Inhalt sozusagen, hat das Potenzial, ganz viel Zeug aufzunehmen, im Positiven wie im Negativen. Aber da ist erstmal nichts drin, es sei denn, man reichert sie an, das kann man natürlich auch machen. Oder man bringt Pflanzenkohle aus und kippt gleich eine Ladung Dünger oben drüber und solche Sachen, da ist natürlich sofort was drin, klar. Ja, aber wenn du erstmal wirklich nur die pure Kohle ausbringst, dann ist die leer. Und das ist jetzt der Knackpunkt. Bringst du jetzt die pure leere Kohle auf einer überdüngten Magerwiese, Magerrasen, Schrägstrich, aus, dann nimmt die erstmal einen Teil von dem Dünger, der eben auf dem Magerrasen vorhanden ist, auf, speichert den möglicherweise so fest, je nachdem, was da auf dem Magerrasen ist, und man müsste die Kohle vielleicht gegebenenfalls ein bisschen modifizieren. Wie gesagt, es ist noch ein junges Forschungsgebiet, muss man noch gucken. Aber kann dann die Nährstoffverfügbarkeit in diesem Magerrasen eben reduzieren. Und das ist gut, weil die ganzen ursprünglich auf Magerrasen vorkommenden Arten dann überhaupt wieder lebensfähig sind. Weil wenn der Magerrasen zu gedüngt ist, dann wächst da stattdessen irgendein Klee, irgendein, keine Ahnung, Gänseblümchen, Löwenzahn schlimmstenfalls, sowas in die Richtung, was auf einem Magerrasen normalerweise nichts zu suchen hat. Das wächst besser als die ganz kleinen, filigranen und häufig sehr schwachen Magerrasenarten, die üblicherweise nur deswegen am Magerrasen vorkommen, weil da halt niemand Größeres hin möchte. Das sind also die ganzen kleinen Kinder, die als allerletztes beim Sport in die Mannschaft gewählt werden, die auf dem Magerrasen spielen müssen, sozusagen. Und wenn jetzt die großen Kinder auch noch auf den Magerrasen gehen, wo sie vorher gar nicht hin konnten, weil nur die kleinen Kinder auf dem Magerrasen existenzfähig waren, sozusagen, dann mobben sie die kleinen Kinder vom Magerrasen runter. Und wo können die dann hin? In den Wald? Nein, zu dunkel. Auf die Fettwiese? Nein, da sind ja schon die ganz, ganz, ganz dicken Kinder, sozusagen, und mobben die weg. Und ja, dann müssen sie halt die Schule wechseln, beziehungsweise wenn es halt Pflanzen sind, wegsterben und nicht kleine Kinder. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das das beste Beispiel war, aber ich glaube, verständlich dürfte es gewesen sein. So, und eben diesen Prozess kann man eben umkehren, vielleicht indem man da eben die eigentlich den Nachteil der Pflanzenkohle eben in einen Vorteil verwandelt, um Nährstoffe dem Boden zu entziehen. Ja, Nachteile, müssen wir auch nochmal drüber reden. Was ich ja schon gesagt habe, wie gesagt, es kann auch Nährstoffe entziehen, das lässt sich aber ganz einfach vermeiden, indem man einfach nicht zu viel Holz
Pflanzenkohle ausbringt. Ja, das ist wirklich simpel, nicht übertreiben. Es zu übertreiben wäre auch unglaublich teuer, weil Pflanzenkohle ist gar nicht mal so günstig herzustellen. Die ist erstaunlich teuer, wenn man die in größeren Mengen haben möchte. Und würde man, keine Ahnung, 10 Kilo pro Quadratmeter ausbringen wollen, das könnte derzeit einfach keine Sau bezahlen. Davon abgesehen ist das Material gar nicht da. Das ist der nächste Punkt, kommen wir gleich noch dazu. Drum, ich würde sagen, das Risiko einer wahnsinnigen Überkohlung sämtlicher Böden, na, das können wir fast ausschließen. Das wird nicht passieren, weshalb eben auch diese negativen Aspekte, dieser negative Aspekt so rum sicherlich vernachlässigbar ist. Ja, was meiner Meinung nach aber eine sehr, 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 sehr große Rolle spielen sollte, ist die Verfügbarkeit von Pflanzenkohle. Denn grundsätzlich kann man jedes Pflanzenmaterial potenziell verkohlen. Und das öffnet Missbrauch Tür und Tor, wie man so schön sagt. Weil potenziell wäre es auch denkbar, dass jemand ja, auf die Idee kommt, Tropenwälder abzuholzen und zu verkohlen, wenn Pflanzenkohle jetzt wirklich durch die Decke geht und weltweit super viel eingesetzt wird, um eben landwirtschaftliche Böden zu verbessern, wird das irgendwann ein Thema sein, wo man jetzt den Kohlennachschub herkriegt. Und wenn dann irgendwo noch unberührte Wälder rumstehen, die eigentlich niemandem gehören und niemanden so richtig interessieren, dann spricht eigentlich wenig dagegen, potenziell Holz Mafia-mäßig, den guten alten Meiler, also wirklich die Technik aus dem Mittelalter, nochmal irgendwo in den Urwäldern, den letzten Urwäldern dieser Welt nochmal anzuwenden und da per Meiler Holzkohle zu produzieren und diese dann später ja, entweder per Kahn, per LKW, geländegängigen oder sonst irgendeiner großen modernen Technik in großen Stil aus dem Land zu befördern, beziehungsweise an die Küste, dann aufs Containerschiff und nach sonst wo, wo man gute Preise für Pflanzenkohle bekommt. Ja? Also da ist schon die Möglichkeit für ziemlichen Missbrauch dieser Kohlentechnologie potenziell gegeben. Ja? Das darf man einfach nicht ganz vergessen. In jedem Fall gilt aber auch, wenn man sich nur an nachhaltige Pflanzenkohle hält, also sprich Reste von irgendwas, die besagten Erdnussschalen, Sonnenblumenkernschalen, Stroh, aber Stroh gibt es auch viele andere Verwendungen für. Ja? Das ist so ein bisschen das Thema. Drum ist es gar nicht einfach, wirklich Pflanzenreste zu finden, die tatsächlich keinen anderen Verwendungszweck haben, als dass man da Pflanzenkohle draus machen kann. Außerdem kann man nicht aus jedem Pflanzenrest wirklich gute Pflanzenkohle machen. Es ist schon nicht ganz einfach, ja. Und die paar Pflanzenreste, die es dann halt wirklich gibt, die da so richtig, richtig, richtig in Frage kommen, die werden dann irgendwann knapp sein. Insbesondere, wenn Pflanzenkohle dann echt richtig trendy wird. Und potenziell wäre es zum Beispiel auch möglich, dass man mit Pflanzenkohle richtig Kohle scheffeln kann, also Kohle mit Kohle Kohle scheffeln, haha, also Geld, wenn noch CO2-Zertifikate dazukommen. Weil wenn du deine Kohle auf dem Acker ausbringst, dann speicherst du ja langfristig CO2. Und es ist im globalen Emissionshandel, was CO2-Speicherung angeht, eben vorgesehen, sich das gegebenenfalls bezahlen zu lassen. Je nachdem in welchem Land, je nachdem in welcher Staatenverbund und so weiter und so fort. Und das mag auch durchaus noch intensiviert werden. Also der ganze Carbon-Trade-Off-Apparat sozusagen, dass jemand, der viel CO2-Emissionen hat, eben diese kompensieren kann, indem man woanders CO2 wieder speichert. Und da wäre dann eben ein Aufkaufen von Holzkohle und irgendwo ausbringen lassen eine Win-Win-Situation, weil einerseits tust du demjenigen, bei dem du es ausbringen lässt, dem seinem Acker was Gutes sozusagen. Und gleichzeitig kannst du sagen, ja, aber wir haben unsere CO2-Emissionen für die letzten 5 Jahre gerade kompensiert, indem wir sie da hinten in den Acker gesteckt haben und da bleiben sie jetzt 500 Jahre Minimum, wie gesagt. Ja, also das ist schon ein großes Potenzial. Und wenn das Schule macht und viele, viele große Unternehmen das machen wollen, dann werden auch die Preise für die Holzkohle entsprechend steigen und auch die CO2-Zertifikate, die du dann als Landwirt, der sich Holzkohle in den Acker schmeißen lässt, sozusagen bekommen kannst. Da kann dann schon sein, dass einfach aufgrund des enormen wirtschaftlichen Druckes da dann wieder die Nachfrage nach der Pflanzenkohle durch die Decke geht und man muss Dinge verkohlen, die man eigentlich besser nicht verkohlen würde. Denn jedes Biomaterial, nahezu fast alles, was verkohlbar wäre, da gibt es noch zig andere Nutzungen dafür. Ja, man kann aus fast jedem Stroh, dünne Zweigchen,
irgendwelche sonstigen Halmrückstände oder Spelz oder was weiß ich was alles aus der pflanzlichen Produktion. Alle möglichen Pflanzen werfen ja irgend so einen kleinen Rest ab. Ne? Die Spreu vom Weizen trennen, selbst die blöde Spreu. Da kannst du zum Beispiel Faserisolationsmatten draus machen. Ne? Also Dämmstoffmatten im Wesentlichen zum Gebäudedämmen. Gebäudedämmen ist wichtig. Gebäudedämmen ist ebenfalls was sehr, sehr Gutes. Das ist eine sinnvolle Nutzung von diesem Zeug aus einem Reststoff, den keiner braucht, außer die ganzen anderen, die ihn haben wollen. Ja, langsam wird das richtig wertvoll. Jede Biomasse wird richtig wertvoll werden, wenn wir immer mehr nach nachwachsenden Ressourcen suchen auf dem Planeten und immer mehr mit nachwachsenden Ressourcen arbeiten. Dann gibt es keinen Abfall mehr, bestenfalls, ne? Außer die Reste vom Abfall der vergangenen Jahrhunderte. Aber ja. Und Da sehe ich so ein kleines bisschen Potenzial für Schindluder einerseits und eben auch die Frage, ja, wo soll es herkommen? Wie gesagt, welchen Pflanzenreststoff können wir denn wirklich am sinnvollsten nur in Anführungszeichen verkohlen, anstatt ja, irgendwas Stoffliches daraus herzustellen. Denn es muss uns einem auch klar sein, bei der Verkohlung, es wird ja nicht die gesamte CO2, der gesamte Kohlenstoff der Verbindung, die man verkohlt, im Boden gespeichert, sondern nur ein Großteil geht halt eben als Dampf auch ab. Ja? Auch vom Kohlenstoff geht ein guter Teil von Dampf ab. Und ja, den kann man zwar direkt auffangen, diese ganzen Gase, die dabei entstehen, die Dämpfe, die man dabei entstehen hat, aber ich bin da noch immer ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ja. Es ist noch zu neu, um da wirklich mit völliger Begeisterung an die Sache ranzugehen. Aber nehmen wir jetzt einfach wirklich mal an, dass wir das Nachhaltigkeitsproblem gelöst kriegen, beziehungsweise wirklich nur so viel Kohle verwenden, wie wir halt echt auch nur übrig haben und nicht irgendjemand anfängt, Wälder abzuholzen, nur um Kohle zu produzieren, weil das ist kontraproduktiv. Ne? Das CO2 steht im Wald auch relativ langfristig. Ehrlich gesagt würde es im Boden noch langfristiger stehen und ich weiß, es kommt jetzt bestimmt bald noch ein Kommentar, der irgendwas enthält wie, ja, aber was ist denn mit Kurzumtriebsplantagen? Da wächst ja das Zeug so schnell nach, dass man im Prinzip das Holz aus der Kurzumtriebsplantage, das man ansonsten als Hackschnitzel direkt verheizen würde, heißt, als Hackschnitzel direkt verheizen ist sofort wieder in der Atmosphäre. Ja, dann könnte man alternativ die Hackschnitzel, die man sonst sofort verheizen würde, auch zu Holz Kohle verarbeiten, in dem Fall jetzt wirklich Holzkohle, und in den Acker packen und dann ist es 500 Jahre nicht in der Atmosphäre. Und das ist ehrlich gesagt eine Option. Ne? Und damit könnte man dann den Bedarf nach Pflanzenkohle durchaus ein bisschen stillen, dass die Kurzumtriebsplantage, die derzeit als direkter Energieholzlieferant zwar funktioniert unter bestimmten Bedingungen, aber erheblich weniger effizient ist als zum Beispiel Photovoltaik und eine Wärmepumpe. Das ist vom Platz-, Arbeits-, Wirkungsgrad-Faktor her erheblich effizienter, als eine Kurzumtriebsplantage anzulegen und damit Hackschnitzeln zu heizen. Ja, und das muss man der Fairness halber schon sagen. Okay, die Fixkosten, die du hast, um eine Kurzumtriebsplantage anzulegen, vorausgesetzt, du hast einen Acker, wo das geht, ja, das ist, muss man natürlich voraussetzen, sind erheblich geringer als eine große Photovoltaik-Solarfarm sozusagen auf den Acker zu stellen. Im besten Fall noch als Agro-Photovoltaik. Da müssen wir auch noch demnächst drüber reden. Das ist dann Teil 4 oder Teil 5 oder was weiß ich von dieser Serie. Aber das ist schon immer noch effizienter. Also Heizen, die Zukunft des Heizens wird wahrscheinlich schon die Wärmepumpe sein, sind sich zumindest die meisten Ingenieure einig. Da kann ich nichts weiter zu sagen, außer nachzuplappern, was die Technikmenschen dazu zu sagen haben, weil Technikmensch bin ich nicht. Ja, deswegen halte ich mich ja auch in dieser Videoreihe eigentlich aus Fragen der Technologie weitgehend raus und beschäftige mich mehr mit Landnutzungsänderungen und Landnutzungsergänzungen und sowas in die Richtung, weil dazu kann ich was sagen. Ja, wie es im Titel schon so heißt, zu denen der Ben was Qualifiziertes beitragen kann. Und ja, aber es wäre tatsächlich ein potenziell fruchtbares Forschungsgebiet, mindestens mal die Kurzumtriebsplantagen auf dem Acker eben in Zukunft zu Kurzumtriebsplantagen auf dem Acker mit Holzkohle aus der Kurzumtriebsplantage drin umzubauen.
Ja, da könnte man mal ernsthaft drüber nachdenken. Das würde auch die Funktionalität einer Kurzumtriebsplantage verbessern. Und die würde damit insgesamt noch mehr CO2 einspeichern. Und man hätte irgendwann, wenn dann wirklich der eigene Boden, auf dem die Kurzumtriebsplantage steht, mit genügend Holzkohle ausgestattet ist, eine regelmäßige, nachhaltige Versorgung von Holzkohle für alle anderen Böden. Und je mehr Holzkohle, also nehmen wir mal an, wir machen aber nirgendwo mehr als 3 Kilo pro Quadratmeter rein, ne? Aber irgendwann wäre dann halt wirklich mit 3 Kilo pro Quadratmeter deutschlandweit oder EU-weit oder von mir aus ganz weltweit, jeder Boden, der sich dafür einigermaßen eignet, ja, das wäre schon eine Menge Kohlenstoff, was man da auf dem Wege wirklich, wirklich, wirklich nachhaltig, ohne nennenswerte negative Konsequenzen speichern könnte. So, und in diesem Zusammenhang muss man sagen, ist die Holzkohle in den Ackernummer schon eine verdammt gute Idee. Ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und mit gesundem Menschenverstand anzuwenden, aber das Potenzial ist schon wirklich enorm. Also schon definitiv eine richtig, richtig gute Idee. Ja, also insbesondere im großen Maßstab. Nochmal, es werden jetzt die kleinen Gartenbesitzer sich nicht freuen, aber ich muss euch wirklich den Zahn ziehen, wenn ihr ohnehin einen mittelprächtig guten deutschen Boden, in Anführungszeichen. Ja, wir haben halt einfach das Glück, dass ich, das ist einer der Gründe für den wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Lande in der Geschichte, schon seit es die deutschen Lande in der Geschichte irgendwie gibt. Wir hatten hier schon immer relativ fruchtbare Böden. Ja, und mehr fruchtbar als super fruchtbar geht nicht. Es gibt da einfach eine Obergrenze. Irgendwann hat ein Boden die optimale Nährelementszusammensetzung und Wasserspeicherfähigkeit erreicht. Mehr als optimal geht nicht. Und wie gesagt, viele landwirtschaftliche Böden, die wir in Deutschland haben, sind da schon nah dran. Und wenn ihr da Terra Preta draufschmeißt, bis ihr schwarz werdet, ändert das nichts daran, dass es besser als perfekt nicht mehr geht. Ja? Also erwartet keine gigantischen Wunder bei Zuwachszunahmen bzw. Ertragszunahmen. 10-20%, je nach Situation, sicher möglich. Vielmehr ist unrealistisch. Ja? Mag es hier und da vielleicht auch mal geben, aber wenn da jemand behauptet, er hätte jetzt doppelten Ertrag, da wäre ich sehr stutzig. Ja? Doppelten Ertrag im Vergleich zu was? Im Vergleich, du hattest überhaupt keinen Ertrag? Okay. Ja? Aber das Wesentliche ist ja immer, es braucht einen Dreiklang bzw. eigentlich einen Vierklang aus den vier wesentlichen Wachstumsfaktoren für Pflanzenwachstum. Das ist einmal Licht, da können wir nicht viel dran verändern, es sei denn, wir machen Indoor-Vertical-Farming-Systeme. Zweitens Wasser, drittens Nährelemente und viertens Kohlenstoffdioxid. Letzteres ist nicht knapp. Nährelemente kann der ausschlaggebende Faktor sein, aber besser als optimal versorgt geht halt eben nicht. Und wenn die Optimalversorgung dargestellt ist, vorhanden ist, was ihr eben mit Terra Preta im Acker, im Garten oder sonst wie durchaus erreichen könnt, falls es nicht sowieso schon der Fall ist, weil ihr einen Lössgarten habt, also einen Garten auf Löss. Löss ist nahezu auch schon ohne weitere Anreicherungsmaßnahmen schon enorm fruchtbar. Nicht ganz so toll, wie wenn man es noch anreichert und so weiter und so fort. Ne? Aber wenn das dieser Faktor dann schon optimal ist und CO2 sowieso schon hoch, dann kommt es vor allen Dingen auf Licht und Wasser an. Und da wir Licht nicht beeinflussen können, ist Wasser der entscheidende Faktor. Ja, und da gibt es auch Maßnahmen, die zum Beispiel in der Permakultur angewendet werden, um eben den Wasserrückhalt des Bodens noch ein bisschen zu verbessern. Generell einfach den Wassereintrag in den Boden auch zu verbessern. Auch da gibt es so interessante Maßnahmen, sehr, sehr spannendes Gebiet. Aber letzten Endes, wenn es nicht regnet, kannst du nur gießen. Und wenn du nicht gießen kannst, weil du kein Grundwasser mehr hast, dann helfen dir alle anderen Maßnahmen auch nichts. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Im Regelfall ist es in Mitteleuropa immer das Wasser, was letzten Endes der limitierende Faktor ist. Ja, da läuft es drauf hinaus. Das kann man nämlich eben nicht weiter als bis zum gewissen Grad optimieren, wenn man eben nicht gießen möchte oder künstliche Bewässerung halt. Aber auch die hat eben ihre Grenzen, aber da muss ich jetzt nicht mit anfangen. So, das wär's. Bedanke mich fürs Reinschauen, entschuldige mich für die Hintergrundgeräusche. Mit der jungen Arschgeige auf ihrem blöden Moped habe ich nicht gerechnet. Und ich gehe jetzt Stahlseile spannen. Nein, natürlich nicht. Aber ja, der taucht immer mal wieder auf, dieser kleine Arsch. Und nervt. Ja, wie auch immer, bedanke mich. Tschüss.